Das Internet der Dinge steht ja nicht für eine konkrete Technologie, sondern für eine Vision. Wir implementieren diese Vision im Gesundheitsbereich mit dem Ziel, Therapien für chronisch Kranke zu bauen. Therapien, die besser sind und billiger, also leistbar für die breite Masse. Solche Therapien bestehen aus zwei Teilen. Einem physischen Teil, im Zentrum steht hier das Medikament, und einem Verhaltensteil, der mindestens gleich wichtig ist und der dient dazu, Veränderungen im Verhalten herbeizuführen und zu verankern. In unserer Forschung verbinden wir IT, Psychologie und Medizin zu skalierbaren, selbstlernenden digitalen Gesundheitsinterventionen.